Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Ja, kleine Bastelei am Webcam, Afterburner und für mein Lenkrad. Die Prozesse habe ich auf der ersten und der vierten CPU und das Spiel nur auf der zweiten und dritten. Ja, und OBS dann halt auch nur auf 1 und 4 und ja, wir schauen nochmal. Ist anscheinend tatsächlich besser, wenn ich mit 60 Bildern aufnehme und dann beim Konvertieren 30 Bilder die Sekunde wegschmeiße. Wie auch immer. Weiter geht's hier. Wieso, was geht mit Prio? Hä? Keine Maschinen. Keine Geräte. Suchen wir diesen Waffenschmied. Vielleicht ist er jetzt oben. Zeige ich auf meinem Tech Experience Channel. So, vielleicht ist er jetzt oben. Ja, dann gucken wir uns dann mal um hier. Ach, steh doch nicht im Weg rum, Mädel. Oh, geht ja nur noch nach oben, ne? Schauen wir doch mal hier. Schrein. Jetzt ist er eine Figur von Comstock. Mr. Lin? Chen Lin? Verzeihung, Chen Lin? Wer seid ihr? Sprechen lauter! Lauter! Ich nichts hören bei dem Lärm hier! Sehr laut! Ich bin Booker DeWitt. Zurück! Diese Maschinen sind sehr gefährlich. Warten unten bei Mrs. Lin. Daisy Fitzroy schickt uns. Wir müssen sie sprechen, wegen einiger Waffen. Maschinen sehr gefährlich! Kein Ort für Dummköpfe! Wollen hübschen Kopf verlieren? Mr. Lin! Unten! Was hat er denn nur? Wie er da tot in der Zelle lag. Vielleicht erinnert er sich irgendwie daran. Wie würdest du das verarbeiten? Ich weiß nicht. Wegziel ist aber immer noch hierher jetzt, ne? Schräg. Na gut, wir gehen mal nach unten und schauen mal. Heile meinen Mann. Beruhige seinen Geist. Verzeihung, Ma'am. Ich suche nach Mrs. Lin. Ich bin Mrs. Lin. Nein, ich meine eine kleine Chinesin. Sie war... Booker, das ist Mrs. Lin. Sie haben Chens Werkzeuge... Was ist er ohne seine Geräte? Nun, ihr Mann ist etwas durcheinander. Wenn er wieder arbeiten könnte, ja dann... Vielleicht. Mrs. Lin, wissen Sie, wer die Geräte Ihres Mannes hat? Verdammte Polizei! Hat alles mitgenommen und weggesperrt. In der Verwahrstelle in Shantytown. Hat sie recht? Würde es ihm helfen, seine Geräte wiederzukriegen? Wen juckt's? Wenn Chen Lin seine Werkzeuge nicht hat, kriegen wir keine Waffen. Wir müssen nach Shantytown. Tja, dann. Bereich verlassen. Auf geht's. Bricht hier gleich wieder der Krieg los. Hast du bemerkt? Lin hatte Nasenbluten. Scheint in Mode zu sein. Dieser Riss. Ob das so eine gute Idee war? Oh, stürzt es ab? Warum? Sieht so aus.
Ja, warum auch immer das abgestürzt war, keine Ahnung. Geht hier wieder der Krieg los wahrscheinlich, ne? Wollt ihr wissen, was Daisy Fitzroy und ihre Anarchistentruppe wollen? Ja, so sieht's aus. Sie arbeiten nieder, sagen sie. Ich sage euch, sobald ihr das tut, werdet ihr sehen, wer diese Hyänen wirklich sind. Ich sage euch, voller Gegner. Hallo, alle Bögen. Und eure Jungs haben Mumps und ihr habt nichts auf dem Tisch außer Reue. Seht ihr nicht, was die Mumps tun, wo die Bösen? Aus dem Job verfehlt wird nichts. Gutes. Historiker berichten, der Marsyrer wollte für seine Kunst geeignet. Er wollte das Präsidenten nur annehmen, wenn man ihm nur einen Dollar pro Jahr bezahlte. Also, haltet Geld und Beruf stets auseinander. Ja, dann schießen wir uns immer so durch, ne? Schießen wir uns hier mal so durch. Es wurde dann so zum Schluss dann alles ein bisschen sehr wirr und so. Was unübersichtlich halt, ne? Ach so, ja, okay. Gucken, was der Hebel hier macht. Wahrscheinlich fährt er das ja beiseite, dass wir hier durch können. Fragen hast, nur zu. Fragen worüber? Meinen Finger. Ich, sorry. Schon okay. Ist mir genauso ein Rätsel wie allen anderen. Vielleicht weiß Songbird Bescheid, aber der spricht nicht. Hey, tut mir leid. Wieso? Ich kann meinen Makel ja mit einem modischen Fingerhut kaschieren. Angeblich der letzte Schrei in Paris. Ja, hier geht jetzt so richtig die Post ab wahrscheinlich, ne? Machen wir automatisch, okay. Das klingt gut. Ich hab ihn gefunden! Ey, nein, nein, nein. Ballern wir uns hier mal durch. Bitte sehr! Das ist immer gut. Immer her damit, Lene. Los! Geht klar! So, Salbengeschütz da nochmal neu hin. Irgendwie müssen wir ja durchkommen hier, ne? Oh. Jo. Hm.
Na, wie kommen wir denn da dran? Da gibt's doch was. Offenbar, Booker, ne? Ein Lockpick, her damit. Da unten, okay. Tja. Oh. Nehmen wir das mal mit, ne? Reich verlassen. Shantytown, okay. Du hältst mich wohl für so eine Art Freak. Ein Mädchen, das Tote aufwecken kann. Dessen einzige Bekanntschaft ein riesiges Vogelwesen ist. Ich muss lächerlich wirken. Du hast nur schlechte Karten erwischt. Ich gehe nicht in diesen Turm zurück, auf gar keinen Fall. Die hören erst auf, wenn sie dich haben. Warum? Was habe ich ihnen getan? Du machst ihnen Angst. Gut. Das ist es, was sie wollen. Ihr sollt so hungern, dass die Kraft nur zum Betteln reicht. Ihr sollt so unwissend sein, dass ihr eure Probleme nicht lösen könnt. Ihr sollt hinter dem allmächtigen Silver Eagle herlaufen, um alles kaufen zu können, was sie euch andrehen, um euch klein zu halten. Aber hier sind wir mal lang. Ist Schuld am Zustand dieser Leute? Vielleicht hat Daisy recht. Vielleicht sollte sie ihm das alles heimzahlen. Aber erst bezahlt sie uns. Wir brauchen Waffen und dann das Luftschiff. Ich krieg kaum eine Delle, verdammt. Da drüben ist ein Riss. Elizabeth. Okay. Aus dem Weg! Da liegen sie über Igel rum, okay. Hab grad was Gutes getan, dass sie was zu kauen haben, ne? Sehe ich das richtig? Brauchen wir Geld? Immer. Hier. Vielen Dank. Klack. Doch egal, ob wir alle draufgehen. Ich verstehe das nicht. Warum werden manche wie Menschen behandelt und andere wie Tiere? Unten gibt es jede Menge Orte, wo es ganz genauso abläuft. Wie bei Wounded Knee. Ja, wie bei Wounded Knee. Verwahrstelle. Wir müssen an der ganzen Armee vorbei, um an die Geräte zu kommen. Der Waffenschmied hat Gewehre für die Vox hergestellt. Wir haben ihn zertreten wie eine Laus und haben uns seine Geräte. Post habt ihr mal wieder. Au, au, au. Okay.
ist immer gut. Na, komm mal her. Macht's mir einfacher. Was zur Hölle? Soll die Dinger zerstören, ne? Ja, das ist immer gut, immer her damit. Ja, komm her. Suche nach. Oh, ja. Boah. Hier, Gucke. Gut. Oh shit. Voller Gegner. Mhm. Ja, meinetwegen. Immer her mit den Errungenschaften, Stück für Stück. Geht's hier wohl weiter? Okay. Hier noch weiter gehen, ja. Ja, mal ein bisschen umgucken. Ja, vielleicht mal ein Revolver hier, dann haben wir auch wieder Munition, ne? Ich wusste nicht, dass das Symbol da unten nicht stehen bleibt, aber gut. Ist das so? Soll wohl nach oben gehen, ne? Na, wir gucken. Alles etwas irritierend hier, ne? So, hier wohl lang. Nach konfiszierten Werkzeugen mal sehen. Ja, machen wir das doch. Jetzt halt die Frage, wie soll das hier weitergehen? Ne?
müssen hier irgendwie die Richtung wechseln. Irgendwie war da ja mal was, ne? Soll ja hier offenbar in die andere Richtung. Kann man ja auch so machen, ne? Mal hier rein, ne? Ja. Okay. Mal gucken, dass wir einen Speicherpunkt kriegen hier. Ist diese Folge nämlich auch gerade erstmal vorbei. Soll ich das Bude mal aufmachen? Okay. Fertig. Ja dann. Verlassen wir Shanty Town schon wieder. Irgendwas hat dann rumgeklickert gerade. Ja, und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bioshock Infinite. Bis dahin, macht's gut oder besser.